So, dann bauen wir noch eine Straße mal hier ein bisschen raus. Und eine Straße zum Schuster runter sollten wir auch mal bauen. Also machen wir das so, zu dem Wohnhaus hier. Und dann hier runter zum Schuster. So. Das reicht jetzt erstmal an Straße. Oh ja, das erste Bier wird gebraut. Norwin? Ja. Gut. Prost auf. Prost auf. Ja. Ja. Norwin? So, gucken wir uns hier weiter um. Hier wurde ein Baum gefällt. Das heißt, hier müsste es auch noch eine Zivilisation geben. Ja, hier ist auch eine so eine Art Pilzfarm. Hi. Zwischen saftigen Agavenplantagen hindurch führte uns der Weg zu einem Stamm, der sich selbst Manitus Volk nannte. Als wir zwischen zwei Kriegstürmen hindurch das Dorf betraten, wurden wir von bewaffneten Kriegern unwirsch empfangen. Erst wollten sie uns gleich wieder verjagen, doch schließlich ließ sie uns doch vor ihren Häuptling Skunkatonka treten. Mit dem abweisenden Gesicht hörte er unsere Geschichte, als wir die Regenkrieger erwähnten, unterbrach und schoff. Manitus Volk hat keine Angst vor diesem bösen Geist und unsere tapferen Krieger nehmen es auch alleine mit jedem Fremden, auf der es wagt, uns herauszufordern. Zollt uns Tribut, wenn ihr wünscht, dass wir euch helfen. Als wir die unverschämte Tributforderung vernahmen, verließen wir unter den schallenden Gelächtern der Windländer entrüstet das Dorf. Seit dem gewünschten Tribut, falls du die Hilfe des Hilfe Skunkontas möchtest. Okay. Was habt ihr im Angebot? Gold für Geschirr, das wäre was. Und Waffenröcke für Schuhe. Wäre auch noch machbar. Und seine Tributforderung? 80 Bier und 50 Gold. Hasenfuß und ja, okay. Also ja. Da wir aber auf Handel mit denen fast schon angewiesen sind, weil wir Gold brauchen. Bleibt uns nicht viel anderes übrig. Also ja, Bier produzieren wir schon mal im großen Stil. Was heißt im großen Stil? Im normalen Stil halt, wie sonst auch immer. Also hier könnte ich Leder herkriegen, wenn ich bräuchte. Und Gold erstmal. Und hier unten kriege ich dann... aus dem ihrem Lager Gold billiger später. Und Waffenröcke. Von denen kriege ich könnte ich ja theoretisch Leder haben. Das Einzige, was ich nicht kriege, ist Lehm. Aber Lehm sollte jetzt nicht so die Schwierigkeit sein. Also ich sehe hier bei keinem von beiden. Möbelwerkstatt steht schon eine Weile leer, ist egal. Weil mein Lehm sammelt sich gut an. Und hier ist noch jede Menge Lehm. So, dort wäre hier oben noch jede Menge Lehm.
Oder hier draußen in der Wüste. Also von daher sollte Geschirrherstellung kein Problem für mich sein. Außer natürlich, wir finden noch einen dritten Stamm. Hey, wir haben den Bierbrauer erfunden. Oh, hier wäre Gold. Aber wir kommen an das Gold nicht so leicht ran. Gold und Holz wäre hier genug, damit wir hier eine Goldproduktion aufstellen könnten. Und hier wäre verdammt viel Gold, ey. Da würde ich fast ein Dreifamilienhaus bauen für einen Holzfäller, einen Goldschürfer und einen Goldschmied. Schade, dass wir keine Brücken bauen können. Sonst hätte ich hier eine Brücke über den Fluss gebaut. Tu Isma hier am besten etwas. Ja, dann gehen wir eine Runde schlafen. Straßen sind bald fertig. Das ist auch gut. Bist du aufgewacht? Ja, bist du. Aber ja, das finde ich. Sieht ziemlich nett gemacht aus. Mit diesen Farmen. Pseudofarmen. Hier Kakteenfarmen, Bärenfarmen. Ja, man merkt, die haben Militär, die hier haben einen Speerträger, zwei Speerträger, das war's auch schon. Aber ja, wenn, dann will ich die Hilfe von beiden. Ja, an die Bären kommt man nicht ran, um sie zu essen. Und das ist eine riesige Kaktusplantage. Ja, wer will? Ja. So, krieg mal einen Jungen. Wir müssen jetzt nämlich langsam anfangen, Speere zu machen.
Noch eine Kaktusplantage. Na, die stellen hier sicherlich viel Schnaps her. Und ja, ganz ehrlich, wo ist unser Lebenssammler? Der kann jetzt schon mal anfangen, ordentlich Geschirr herzustellen, wenn wir nämlich dann nachher Geschirr gegen Zeug tauschen wollen. Und auch unser Jäger kann mal ordentlich schustern. Du futter dich mal voll. Gut. Also wir haben schon mal zwei Indianerstämme, der eine etwas freundlicher als der andere. Und Gott, schreien hier die Vögel rum, ey. Noch mehr Kakteen, also die haben wirklich viele Kakteen. Wahrscheinlich sind die beiden Verteidigungstürme, die hier gemeint. So, Speermacherei ist fertig. Du brauchst Nahrung. Okay. Ich würde mal sagen, ich gebe dem noch zu essen. Du brauchst nämlich noch eine Weile, bis du erwachsen bist. Oh, du solltest aber mal wieder Holzwerkzeuge herstellen. So, dich nochmal essen und dann würde ich sagen, gibt es jetzt hier erst einmal einen Cut. Also speichere ich und dann sehen wir uns gleich wieder.